Ladies and Gentlemen, willkommen. Wow, was war das denn jetzt? Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Immer noch alleine? So. Also, der Kochofen ist jetzt noch schön am Arbeiten. Da, also die Aufnahme ist jetzt direkt hinterher geschoben. Und jetzt können wir uns direkt an den Blast Furnace setzen. Ich will mal kurz schauen, Blast, was ist denn das? Heat Conductor. Ach, ist ja billig. Oh, ich habe lange wieder richtig Lust auf eine Runde Gregtag. Aber nein. Nope, 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 nope. So, wir machen dann noch ein paar von den neuen Kameraden. Wir können auch mal hier diese Goldnuggets zusammensetzen. Klaut ja dezent Speicher. Ja, 759 umgewandelt in. Und ich will 2 Sticks Gold. Wow. Gott, irgendwie ist das hier ziemlich billig gelöst. Das wird hier umbauen. Muss man mal überlegen. So, hier sind schon mal 18 Nether Bricks. Umgewandelt sind da 4 Stück von denen. Okay, das gibt eindeutig mehr. Okay. Alles kein Ding. Easy going. So, und dann machen wir nochmal 5 davon und schmeißen sie in die Sackmill. Ja, komm. Passt. Denn in der Sackmill kriegen wir glücklicherweise aus einer Blazefort mehr raus. Statt 2 Blazefodder, sondern schon 4. Und wir kriegen sogar noch ein bisschen Sulfur ab und zu mal. Das hatte ich auch vergessen. So. Ich bin noch überlegen, was man noch so plaudern kann. Ja, wie gesagt, immer noch eine Vorproduktion für Barcelona. Da freue ich mich schon richtig drauf. Endlich mal wieder ein bisschen am Strand rumpimmeln. Oh, wie lange war ich nicht mehr an einem Strand? Gott, da freue ich mich schon richtig drauf. Endlich mal wieder richtig schön entspannen. Weil ich hatte diese Woche wirklich eine Horrorwoche. Ganz kurz den Blastfurnace wollte ich. War ich am Überlegen, ich glaube, den stelle ich sogar draußen auf. Komm, den stellen wir denn hier auf. Doof, doof, doof. Alter. Doof, doof, verschwind, du Fallen Knight. Und du auch, du normales Skelett. Oh, der muss dringend ausgelöscht werden, der Baum, aber das ist so viel Arbeit. Können wir den Enderman mobben? Na? Easy going. Easy peasy lemon squeezy. So. Auf jeden Fall, ich habe noch keine Ahnung, was unsere Lehrer so geplant haben. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir an einem bis zwei Tagen mal nach Barcelona fahren, rein selbst. Also wir sind jetzt nicht direkt in Barcelona drin. Wir werden ein bisschen weiter außerhalb sein, also von Barcelona ungefähr eine Stunde mit dem Zug, glaube ich. Das sollte aber kein Problem sein. Alter, was ist heute mit meinem... Irgendwas gefällt... Irgendwie gefällt mir das Ganze nicht so wirklich, wie das hier gerade rumzickt. Ich glaube, ich muss nachher mal den PC neu starten. So. War der auch? Ja, der war auch hohl. Okay, also grundlegend so Aufbau. Jetzt hier hoch und die Mitte wieder leer. Ja. Was sagt denn hier der? Ah, da haben wir schon ein bisschen Creosote-Oil. Das können wir mal abfüllen. Kann man das jetzt setzen? Ja, das kann man setzen. Ja, und Kohlko kann man eigentlich auch benutzen, um was zu befüllen. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt braucht, um zu arbeiten. Ja, hiermit habt ihr auch recht, die beiden Rüstungen passen da irgendwie nicht so wirklich rein. Mache ich jetzt mal anders.
Setzen wir mal die hier hin. Hier so in die Ecken. So. Jetzt kann man da noch eine Rüstung hinsetzen. Ja, sieht schon besser aus. Oh, ich habe gerade wieder richtig was auf dem Twilight Forest. Das war so spaßig mit Street. Okay. In der Zwischenzeit kann ich ja hier schon mal den Cargo Manager aufstellen. Den lassen wir jetzt mal aufgestellt. Ich glaube, da werde ich gleich mal ein bisschen googeln müssen. Ach, wir haben schon nichts mehr an. Wir können noch einen machen, das sei eindeutig zu wenig. Das heißt, wir werden nochmal einen kleinen Ausdruck in den Nether machen müssen. Ja, das ist so wenig. Und dann heißt das jetzt erstmal ab in den Nether und ein bisschen den Nether kahl rasieren. Ne, hier Karl, kennst du? Also Karl den Kaktus. Karl der Kaktus? Was? Das Maceway verwalte ich aber. So. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Ich komme mit so einer Frage. Wie persönlich interessiert euch eigentlich hier diese Projektreihe, die momentan Trivolo und Street Digger am Laufen haben? Also hier, was sie mit zusammen machen, Regrowth jetzt oder was haben sie noch? Blast Off, Crash Landing. Generell diese Reihen, also die man das spielen, diese Hardcore Quest Packs. Da hatte ich. Alter, das ist am Ruckeln bis zum geht nicht mehr. Habe ich einen Hammer bei? Ist das gerade mein Internet? Ist jetzt mal gerade raus? Wow! Ich habe 450er Ping. Ich habe jetzt mal gerade so ein paar Sachen geschlossen, aber es. Okay. Das ist jetzt komisch. Aber okay. Da war ja was. Hallo, Hundi. Alter, wie weit fließt hier runter? Alter, finde. Da habe ich auch gerade einen Gast gehört. Also, einen Gast. Da ist ein Zombie-Pigman, Baby. Hier ist noch ein Hund. Okay, der sieht böse aus. Vorfallen, okay. Haben auch drei Hundezungen im Inventar. Wieso bin ich jetzt eigentlich hier rumfliegen? Ich wollte auch eh nur Netherrack. Oh, damit kann ich Mutter überraschen. Ja. Mit den Viechern hat er nämlich noch. Böse Erinnerung. Was man auch irgendwie nachvollziehen kann. So, das reicht jetzt auf dem nächsten Stick nochmal. So. Ich bin natürlich super vorbereitet, wie ihr das schon wieder mitbekommt. Okay. Spawn schon wieder die Monster.
Na? Ja. Alter. Wir brauchen nochmal dringend einen Magnum-Torch. Ja, hier hinten, dieses Teil, habe ich das schon abgerissen? Das bringt einen Scheißdreck. Das war auch ein Griff ins Klo. Also, war sehr, ja, attraktiv, sage ich mal, aber ja, das war es auch. Gut, tun wir nochmal hier die Hundezungen weg. Was kann man aus denen eigentlich machen? Devil's Tongue, you. Even demons find your word irresistible most of the time. What? Polynesia? He talks to the animals? Wolf of... Ach, ich... Nein. Creeperherzen haben wir schon mittlerweile einiges gesammelt. Tun wir das Sulfoner weg. Nehmen wir hier die drei Nesimpels, jetzt kommen auch noch mehr. Danke. So, jetzt haben wir schon mal wieder 6. Es geht echt schleichend voran, das merkt man. Aber solange wir... Na. Ja, Spinny ist gut. Ey, wichtig, nix. Nein, Autogramme gibt's später. So. Nehmen wir jetzt mal hier die drei mit dir noch. Komm, danke. Komisch, aber irgendwie ein Déjà-vu. Keine Ahnung wieso. So, und dann nähern wir uns ja auch schon bald der Fertigstellung von dem Teil. Und können uns dann auch an Stahlwagen. Gott, also langsam hasse ich das hier in der bevor man dauert überall ran. Hängen zu bleiben. Okay, 1, 2, 3. Okay, 8 Stück brauchen wir noch von diesen Nether Bricks. Also auch von diesen Blast Furnace Bricks. 20. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Ich bin jetzt, hab jetzt ernsthaft nicht genug mitgenommen. Kann man die noch irgendwie anders herstellen? Bitte. Infusion. Bitte, es muss irgend noch einen anderen Weg geben. Irgendeinen. Verdammt. Yay, ich schaff nochmal den Nether. Ja, der findet sich natürlich jetzt nicht. Tut mir furchtbar leid. Ich habe eigentlich echt gedacht, dass es ausreichen würde. Ach, verdammt. Heute ist irgendwie echt nicht meine Aufnahme. Ja, tut mir echt auf jeden Fall leid, dass es so schleichend vorangeht. Ja, doof, 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 doof. Do do dum 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 duff 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 duff. 21, das reicht auf jeden Fall. Wir brauchen 4 Bricks für einen Nether Brick und so weiter. Alter, ich hasse es. Gerade wieder überall hängen zu bleiben. Ah, ich schätze mal, das Let's Play wird auch. Naja, bald enden, kann ich es sagen. Ich drück's so aus, vom Interessengebiet her endet das Modpack bald. Also so viel ist da wirklich echt nicht mehr, was uns noch interessiert. Wir werden aber wahrscheinlich jetzt hier Witchery machen. Botania wollen wir noch Elementium machen und
Formcraft und Blood Magic werden wir wahrscheinlich schon mal dran arbeiten. Irgendwie so wirklich was mit Technik ist hier jetzt nicht so wirklich, wenn man sagen kann. Ja, wir machen jetzt hier einen Fusionsreaktor und go Gadget. Ist halt ja doch eher so ein bisschen an die Magie gehalten, finde ich. Push. So. Und Blast Furnace ist jetzt auch fertig. So. Da können wir jetzt Eisen reintun. Und der braucht einen Treibstoff. Halt, am besten irgendwie Coal Coke, finde ich. Deswegen. Oh nein. Oh, ich hasse es. Einmal vernünftig auf dem Server was machen. Ist das so viel verlangt. So, jetzt haben wir hier 11 Coal Coke. Nehmen hier nochmal dann Daggle Island mit. So, die ist weg. Sehr schön. Die Holo-Kuh. So. Coal Coke rein. Eisen rein. Und das Schal ist jetzt am Brutzeln. Das dauert jetzt aber, wie gesagt, einen Moment. Und damit wir was auch verarbeiten können zu diesem Standard-Fell, brauchen wir noch eine Rolling-Maschine. Ist nicht wirklich schwierig. Hatte ich nicht Pistons gemacht? Oder haben wir die schon aufgebraucht? Oder war das überhaupt hier auf dem Server? Nee, das war auf dem anderen, das war auf dem Server von Trivolo. Ja, ist ja auch kein Problem. Wie ich mich jedes Mal erschrecke, wenn ich dieses blöde Katzengeräusch höre. Nein, Katze. So, Crafting Table. Rolling Machine ist fertig. War da ein Stahl drin? Ach, wir haben Stahl. Das kann ich ja dann mal einmal ganz kurz zeigen. So. Stahl, Stahl. Und wenn wir jetzt hier Click to Craft klicken, kriegen wir auch schon 16 Standard Rails. Sehr schön, so wollen wir das. Und dann machen wir das auch mal hier so. Komm, das brauchen wir gerade nicht mehr. So. Nehmen den Bucket mit Creosote. Und haben ein Wotten Tie. So, jetzt bin ich am überlegen, wenn wir. Hier hatten wir ja noch die leeren Flaschen, glaube ich. Hä? Wo sind die? Sind die hier? Oh, hier hatten wir auch noch Creosote, das ist sehr schön. Ja, wir sollten dringend mal aufräumen. Ich weiß, ich weiß. So, jetzt haben wir auch schon ein Wooden Tie. Wenn wir jetzt den hier machen, haben wir so ein Wooden Railbed. Und dann können wir die ersten Schienen machen. Cracks, yay. Juhu, lel, GG. ja. So, jetzt müssen wir hier einen Globe. Ich finde, ich das richtig verstanden habe. Hier so eine Schienenbahn machen. Alter. Du willst aufmachen? Alter, 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 was hier eigentlich. Und jetzt will natürlich noch mal Bildschirm ausgehen. So, jetzt mal ganz schnell hier den Bildschirm. Na? Hallo, Fernbedienung. So, da habe ich gerade, muss ich mir gerade die Pickaxe beiseite räumen, habt ihr ja gehört. So. Machen wir das hier so rum.
Okay, das hatten wir. Ja, super, dann waren die beiden Öfen ja quasi von Arsch. Nee. Okay. Ich mach das mal hier gerade zu. Denn, dann gehen wir mal gerade zurück auf Ed Steve. Wir brauchen jetzt noch was, um die hier diesen Wagen fertig zu machen. Dafür muss ich mich aber im Internet mal informieren. Harden Sorblet, Galgadorian Metal, was? Lamp of... Was? Okay. Okay, ich will mich auf jeden Fall mal im Internet informieren, wie man das macht. Auf jeden Fall. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.